Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kämpfe mich hier gerade durch den Schlamm, durch den Morast. Wir sind an einem ganz, ganz kleinen Graben, kann man sagen, unterwegs und wollen versuchen, an dem kleinen Gewässer hier einen dicken Fisch zu fangen. Das Wasser geht rapide zurück. Der Graben hier ist mit dem Hauptrhein verbunden. Im unteren Bereich fließt dieser Graben in den Hauptrhein. Ja, und die Regenfälle der letzten Tage haben das Wasser wirklich krass zum Ansteigen gebracht. Aber jetzt, Sonne ist draußen. Und jetzt ist der Fluss im Sturzflug. Und überall natürlich Schlamm am Ufer und richtig Mückenalarm hier in den Hecken. Ich bin mit zwei Kumpels unterwegs. Wir waren lange nicht mehr zusammen angeln. Hier vorne haben wir uns einen Platz frei gemacht. Und wir sind wirklich gespannt, ob der Plan aufgeht. Was glaubt denn ihr? An so einem kleinen Gewässer gibt es da große Fische? Schreibt es mal in die Kommentare vom Video. So, hier sind sie. Uwe kennt er. Mit dem habe ich schon viel gemacht. Servus. Der sieht aus, als wäre er schon 5 Tage hier. Aber der hat vorhin mit Finny im Schlamm gekämpft. Und da hinten der Mr. Michael. Servus. Den kennt er auch. Ja, jetzt haben wir uns hier reingekämpft. Die Zelte stehen. Vielleicht kommt heute Abend noch ein bisschen Regen. Wer weiß es. Kleines Schlauchboot haben wir am Start. Weil hier ist es wirklich schwierig in dem Dschungel, unsere Montagen vom Ufer zu werfen. Uwe hat schon ein paar Dosen Würmer reingehauen. Mal ihn fragen, ob er glaubt, dass es eine gute Idee ist, die Würmer aktuell ohne Kühlung aufzubewahren. Ist es eine gute Idee? Ja, das funktioniert bestimmt. Genau, wenn nicht, hängen wir irgendwelche, Kadaver dran. Finny hat die Nase im Fluss, das ist wichtig. Denn dort, wo der Hund schnuppert, sind die Wälse. So, wir bereiten jetzt noch ein paar Montagen vor. Dann nehmen wir euch mit. Wir haben in dieser Dreierkonstellation schon mal, glaube ich, vor 3, 4 oder 5 Jahren so eine ähnliche Aktion hier gemacht, an einem kleinen Graben. Da hat es richtig geballert. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Da waren wir alle noch ein bisschen jünger. Ja, und jetzt haben wir alle mal wieder zusammen Zeit gehabt, haben gesagt, wir probieren es. Eine gemütliche, schnelle Nacht. Eine Nacht werden wir angeln. Morgen früh geht es für jeden wieder nach Hause. Ob da was angeht. Wir sind gespannt. Es sieht auf jeden Fall wirklich richtig abenteuerlich aus. Schaut euch das mal an. Wir waschen jetzt uns noch ein paar Montagen zusammen und dann starten wir mal. Ich hoffe, kleine Zepter trägt uns mit dem E-Motor. Dann starten wir mal hier raus in den Dschungel Deutschlands auf der Suche nach dicken Fischen. Wir werden so ein bisschen durchexperimentieren, ein bisschen durchtesten. Wir können 6 Ruten angeln mit 3 Anglern. Wir haben eine gute Strömung hier in dem kleinen Graben und am Ufer, aber auch zahlreiche Bäume, Totholz, was rüberhängt, wo wir mit einem Frontzone-Blei was probieren können. Wir haben ein paar Deadbaits dabei, reichlich Tauwürmer, boschen uns jetzt was zusammen und dann Abfahrt. Unsere erste Montage legen wir jetzt mit einer 10 Gramm Tri-U-Pose und mit einem saftigen Tauwurmbündel an der Haarmontage. Was für Köfis sonst mega gut ist, sollte auch mit den Würmern funktionieren. Und im Hintergrund, hört das? Oder seht das sogar da oben? Da kommen jetzt ein paar Paddler durch und da müssen wir natürlich drauf achten, in so kleinen Gräben hier, dass wir da keinen Unfug machen, also irgendwelche flachgespannten Schnüre oder irgendwas. Die sind jetzt tagsüber hier unterwegs, die wollen wir nicht behindern. Und wenn wir die nicht behindern, haben wir auch keinen Stress. Angler und andere Wassersportler sollten da ein bisschen harmonieren, perfekt zusammenarbeiten. Und dann können alle ihrem Hobby hier draußen frönen. Und jetzt hier im Hintergrund seht ihr schon, wie spannend das Areal doch aussieht, ne? Mit
mega bewachsen, das ganze Ufer. Sieht echt jede Stelle hier am kleinen Graben unheimlich welsverdächtig aus, ja. Fängig. Hi. Kommen noch andere runter? Okay, dann habt Spaß. Habt ihr schon was gefangen? Wir fangen erst an mit dem Angeln. Habt ihr was gefangen? Seht ihr einfach, mit den Paddlern auch hier nicht umgehen, dann hat keiner ein Problem. Alle können hier ihr Ding machen. Und das war ja sogar jetzt ein hübscher Anblick, ne? Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Genau unter den Bäumen hier 3 Meter. Hier werden wir unsere erste Montage mal abwerfen, ja. Da hat der E-Motor schon ganz schön zu kämpfen hier in dem kleinen Graben. Aber wir dürfen hier mit Verbrennungsmotor nicht rein. Paddeln werdet ihr nicht schaffen. Und der 70 Schlips Rhino, der bringt uns langsam aber sicher zurück. Erste Rute sitzt, die nächste Rute werden wir jetzt Topwater, also mit einer höheren Köderpräsentation, wahrscheinlich am anderen Ufer drüben anbieten. Vielleicht haben wir ja Glück und die Mädels mit ihrem Paddelboot kommen noch mal durch. Dann halten wir sie an. Nee, Quatsch, aber seht ihr, ist doch nett, ne? Bisschen unterhalten mit den Leuten und dann passiert da nichts. Erste Rute sitzt, Welsfaust, bang. So, und jetzt geht's genau darüber. Wir haben jetzt kurz vor 19 Uhr. Binden sie schön hoch an. Nächste Route Frontzonblei, Haarmontage, Klone Dark. Boom, Abfahrt. Hängt er? Ja. Unglaublich. Eben die Route abgesetzt und schon Fisch drauf. Ja, Fisch ist drauf. Komm ab ins Schlauchboot. Oh. Hier, guckt euch das mal an, hier, das Gebrabbel. Oh nee. Alter Vater, meine neuen Schlappen. Wir haben so schöne Rheinufer hier und wir hocken uns ins letzte Brabbelloch. Aber die Rute war keine 3 Minuten im Rutenständer gesessen. Kein Witz. So, Abfahrt. Unter den Hecken geparkt. Gucken, ob wir ihn kriegen. Kann jetzt noch viel passieren. Kann jetzt noch echt viel passieren. Zieh. Unglaublich, wie schnell das gehen kann. Und zum kleinen Graben hier, der erste Huber. Schöner Wels, schöner Fisch. Petri Heil, der kann sich doch schon mal sehen lassen. Kein ja, Petri, Dank. Riesiger Riese, aber das Tauwurmbündel schön weggesnackt. Direkt hier unter den Hecken. So schnell wie das ging, absolut brutal. Aber unter den Hecken hier, da stehen sie. Weiter geht's. Die nächste Rute jetzt mit einem Frontzone-Blei. Damit präsentieren wir unseren Köder im Mittelwasser. Und hier seht ihr jetzt einen ganz spannenden Angelplatz. Hier hinten ist ein alter Graben, der das Hinterland, wenn der Rhein richtig hoch geht, mit Wasser versorgt. Also hier drückt es Wasser rein und natürlich, wenn es fällt, auch wieder raus. Der ist jetzt leer gelaufen. Aber das sind immer wieder Bereiche, die Fische aufsuchen. Und hier hängen wir genau im Mittelwasser unseren Köfi davor. Der Biber ist auch am Start.
Die nächste Route fahren wir stromauf. Auch wieder mit einer Tree-U-Pose. Die hat eben schon gezeigt, was sie kann. Saftiges Tauwurmbündel da drauf. Ich versuche jetzt, die einfach dann über den Baum umzulenken. Also sprich, die U-Pose unter den Baum hier zu legen. Den seht ihr hier vorne. Und nach dem Ablegen gehe ich über den Ast mit der Schnur zurück zu unserem Angelplatz. Da liegt sie schön hoch. Wir brauchen in dem Fall auch nicht unbedingt einen festen Umlenker. Probieren wir mal aus. Ich ziehe die Montage schön nah an den Baum hier ran. So, und jetzt suche ich mir einfach hier einen Ast raus. Wie den zum Beispiel hier oben. Gehe da einmal außen rum mit der Schnur. Und lege die so zurück. Wir haben ein Boot dabei, aber dann braucht ihr keinen Umlenker euch jetzt dahin binden. Und vorne das starke Zeus Universal Leader drauf. Und da seht ihr, wie es schön um den Baum außen rum läuft. Und auf der kurzen Entfernung jetzt zu unserem Angelplatz ans andere Ufer zurück, sollte das doch klappen. Ne? Die Routen sind scharf. Jetzt schauen wir mal, ob es so weitergeht, wie es angefangen hat. Das war ja wirklich der Biss nach dem Auslegen. Aber kein Wunder bei dem Areal hier, oder? So, der Schlamm ist jetzt langsam hier an den Füßen getrocknet. Echt hier eine richtige Schlammhöhle. Und jetzt gehen die Glücksocken an, in der Hoffnung, dass wir noch einen Fisch ans Band bekommen. Ging ja schon mal gut los heute Abend. Vielen Dank auf diesem Weg an André, dem seine Oma oder Mutti hat ihn mir gestrickt und geschickt. So, Daumen drücken, dass wir hier am kleinen Graben noch einen dicken Fisch ans Band bekommen. Zweite Aktion jetzt. Kommt mit. Wieder ein schöner Fisch hier aus dem kleinen Graben. Top-Water-Montage hat jetzt den nächsten Biss gebracht. Haarmontage komplett genommen. Geht sie heil. Geht sie dann. Seht ihr mal, was hier für Fische in so einem kleinen Graben lauern. Fisch! Im strömenden Regen! Weg! Er ist gut reingegangen. Aber richtig. Im strömenden Regen. Wir waren schon gelegen. Es hat wieder angefangen zu regnen ohne Ende. Unglaublich. Schöner Biss. Aber leider nicht gehakt. Ach ja. Dritte Aktion jetzt. Und selbst bei Sauwetter kommt ein Huber hier im kleinen Kanal. Aber nicht gefangen.
So ist das Leben, ne? Ja. Ach ja, so ist es dann, ne? Hat gegen 23 Uhr jetzt richtig angefangen zu regnen, richtig stark. Und jetzt haben wir kurz nach Mitternacht Volleinschlag. Nicht gehangen. Weiter geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss jetzt mal hier noch mal das Licht auf der Kamera am Zelt anmachen. Stockdunkel hier drin, draußen ist es hell und es regnet in Strömen. Es hat die ganze Nacht in Strömen geregnet. Ich war schon früh wach. Auf die Route drüben hatten wir gestern nach Mitternacht noch einen schönen Biss. Leider nicht gehangen. Kann passieren. Aber jetzt haben wir hier ganz schön das Chaos am Laufen. Denn unser kleiner Lehmhang hier ist durch den Regen über Nacht zu einem richtigen Schlammhang geworden. Und es gibt jetzt eine richtige Rutschpartie. Weil jetzt kommt der Part, wo wir einpacken müssen. Ja. Wo es nach Hause gehen soll. Die schnelle Nacht ist rum. Jetzt geht richtig das Chaos los. Sommerzeit, haben natürlich auch keine Regenklamotten, keine Ersatzklamotten, kein gar nichts dabei. Das wird jetzt nochmal richtig schön Galama. Naja, ich baller mir jetzt ein schnelles, einfaches, leckeres Frühstück rein. Und dann geht's hier ans Eingemachte. Ich probiere euch dann nochmal mit der Kamera mitzunehmen, um euch zu zeigen, was das jetzt hier nochmal für ein Chaos wird. Fisch kam, sind wir mega happy. Und jetzt kommt die Pflicht oder die Kür, wie man es nennen will. Alter Falter. Alter, am besten Wetter. Hier runter. Alter Vater, willkommen im Schlammparadies. So, Fisch ist irgendwo reingelaufen. Jetzt dürfen wir mit dem Boot hier raus. Alter Falter, das macht Spaß hier. Schaut euch mal das Boot an, wie das aussieht. Schau mal, die Pollen. Wahnsinn. Ja. Das ist super. Zurück im Regenwald. Das Wetter dieses Jahr in Deutschland im Sommer. Ein Tag Sonnenschein, folgen 6 Tage Dauerregen. Ich bin mal gespannt, ob der Fisch noch dran ist. Ja, der Fisch ist noch dran, aber es ist voll in den Baum reingelaufen, nicht so schnell. Ich sehe, wenn er jetzt durchkommt. Okay. Also, ah, der ist da unten rein. Mal den kriegen. Der ist ins Unterholz geschossen. War natürlich auch sehr risikoreich abgelegt, die Montage. Hängt bombenfest hier unten. Die Haken hängen hier am Baum, der Fisch ist nicht mehr drauf. Guck mal, ob ich es abreißen kann. Oh. Hier ist Holz. Ich hab's. Leider ohne Fisch. Ach, Jungs und Mädels. Das wär's gewesen jetzt noch heute früh. Aber klar, das Areal hier, seht ihr selbst, ist
gefährlich. Aber wir haben das Vorfach wenigstens wieder rausgekriegt. Fisch war nicht mehr drauf, wird dann ins Holz gerannt sein, hat sich da losgeschüttelt. Naja, so, und jetzt geht unsere Schlammpartie los. Jetzt alles abbauen, Resümee, kurze Nacht hier im kleinen Graben. Vier Aktionen, zwei Fische gefangen, zwei kleinere, aber schöne Waller. Einen guten heute nach Mitternacht verloren, der war schon besser, der ist gut in die Bremse gelaufen und bei dem jetzt können wir gar nichts sagen. Biss kam jetzt heute früh im leichten Regen, jetzt haben wir zum Glück eine Regenpause, aber verloren. Besser als daheim oder auf jeden Fall mehr erlebt als daheim auf der Couch gesessen. Das jetzt ist natürlich ein bisschen schmerzhaft, aber gehört zum Angeln dazu. Bis zum nächsten Video und denkt dran, auch kleine Gräben können gute Fische beherbergen. Probiert's mal aus. Euer Stefan. Ciao, ciao.